Hallo liebe Fabela Family, hallo liebe Zuschauer, hier ist Fabian. Herzlich willkommen beim Fabela TV Vlog. Und ich habe mir für meinen ersten Vlog auf diesem Kanal einen super mega windigen Tag ausgesucht. Ich hoffe, dass wir trotzdem jede Menge Spaß haben werden. Und ihr könnt jetzt erstmal raten, wo ich mich befinde. Ja, ich bin auf Gran Canaria, ich besuche meine Schwester und ich bin in der Stadt Arenaga. Okay, eine Roomtour kann ich euch nicht anbieten, aber ich dachte mir, ich kann euch wenigstens ein bisschen die Stadt zeigen, wo ich mich momentan am meisten aufhalte. Es ist ein kleines Städtchen, es gibt hier 9000 Einwohner etwa, das Ganze gehört irgendwie zur Gemeinde Agüimes, eine der größeren Städte hier auf Gran Canaria. Die größte Stadt ist ja Las Palmas und Las Palmas hat etwa 400.000 Einwohner und ich kann euch sagen, da macht es auch keinen Spaß mit dem Verkehr, da ist es genauso schlimm wie in München oder Köln, echt, echt heftig. Man steht mehr, als man fährt. Das Ganze hier ist auf jeden Fall so die Fußgängerzone von Arenaga. Und das Tolle ist, Arenaga liegt direkt am Meer. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Das hier ist also die Strandpromenade von Arenaga. Ich muss zugeben, ich bin nicht so oft hier, weil ich nicht so richtig der Strandtyp bin. Es ist Winter, es ist nicht so viel los. Aber es ist eigentlich ein wunderschöner Strand, wenn auch teilweise ein bisschen steinig. Und im Sommer ist es hier auch richtig, richtig voll. Und ich zeige euch jetzt mal meine Lieblingsstelle an diesem Strand. Ich habe mich meiner Jacke entledigt, weil es nämlich einfach total warm ist. Es sind definitiv über 20 Grad, obwohl es so mega, mega windig ist. Und ich bin mittlerweile auch an meinem Lieblingsplatz angekommen. Und das ist quasi am Ende dieses Strandes von Arenaga. Und das Tolle hier ist einfach, hier verirren sich kaum Menschen hin. Das heißt, wenn man einfach ein bisschen seine Ruhe haben will und nicht wie die Sardinen aneinandergereiht am Strand liegen möchte, ist das hier total klasse, weil ihr seht es, es ist sogar Sandstrand hier, also richtig schöner Sandstrand, während es weiter vorne noch ein bisschen mehr mit Steinen vermischt ist. Also das hier gefällt mir richtig, richtig gut. Das Schöne hier ist auch, dass man quasi einen Blick über diese ganze Bucht hat von hier. Man kann also hier den kompletten Strand lang gucken. Ich mag nämlich auch diese Felsen, die hier sind. Das ist nämlich einfach irgendwie richtig cool, wenn die Wellen dagegen schlagen. Da gibt es richtig schöne Gischt und ich mag das total, wenn einem das so ins Gesicht prasselt. Jetzt kann man das nicht mehr so richtig sehen, weil die Flut schon ein bisschen zurückgegangen ist. Aber dafür, ihr könnt es da hinten erahnen, gibt es hier richtig, richtig große Wellen. Und ich muss zugeben, ich mag Natur. Und für mich ist es immer wieder ein Schauspiel, das Ganze zu beobachten.
Und ihr seht, da wo ich jetzt lang gehe, auch bis hierhin ist das Wasser gekommen. Also das Wasser geht durchaus bis hier oben zu diesen Treppen und direkt dahinter sind die Häuser. Also ich frage mich ja, ob das immer alles so glatt und gut geht. Wenn es hier mal irgendwelche Sturmfluten gibt, dann sind da oben die Häuser direkt als erste nass. Aber ich muss zugeben, ich habe noch nichts davon gehört. Meine Schwester hat mir auch nichts davon berichtet und die lebt auch schon relativ lange auf Gran Canaria. Also anscheinend ist das hier nicht so ausgeprägt wie in anderen Regionen auf der Welt. Hier übrigens ist es nicht ganz so schön. Also ich bin jetzt noch ein Stück weiter gegangen von meinem Lieblingsplatz, weil das Problem ist, hier ist es schon wieder arg steinig geworden. Und ja, hier muss man halt sehr aufpassen. Ne? Also hier kann man sich nicht irgendwie groß entspannen, auch wenn das irgendwie auch cool aussieht, dieses super klare Wasser. Aber man sollte da nicht unbedingt einfach so drauf gehen, weil man kann auch super schnell ausrutschen. Und da hinten, da seht ihr übrigens die Mauer vom Hafen von Arrinaga. Arrinaga hat auch irgendwie so einen Hafen und dahinter ist halt auch Industrie. Arrinaga hat sowieso total viel Industrie. Übrigens, genau geradeaus, da seht ihr den Arrinaga, also den Arrinaga-Berg. Und man kann es so ein bisschen an der Form erahnen. Oh, sorry übrigens, wenn es die Kamera verhaut. Es ist wirklich unglaublich windig. Oh mein Gott. Also wenn ich nicht mehr heil zu Hause ankomme, dann wisst ihr, was war. Ich wurde von einer Palme erschlagen oder so. Also auf jeden Fall das da hinten am Horizont, das ist der Arrinaga-Berg. Und man kann es an der Form erkennen, es ist ein ehemaliger Vulkan. Wie überhaupt, die ganzen Kanarischen Inseln sind ja aus Vulkanen entstanden. Und der Berg da hinten ist nur etwa 200 Meter hoch. Aber man kann da drauf und eigentlich habe ich vor, das nachher auch noch zu machen. So, und wer möchte, kann an dieser malerischen Promenade auch noch ein bisschen was für die Gesundheit tun und Sport machen. So, genug Sport für heute. Zeit, sich wieder was auszuruhen. Übrigens, seht ihr die kleine blaue Plattform da draußen, ungefähr da? Davon gibt es einige hier im Meer und wer nicht wasserscheu ist, sportlich genug ist und wem das Wasser warm genug ist, wobei es sollte warm genug sein, ist irgendwas zwischen 20 und 25 Grad, wobei jetzt im Winter vielleicht was kühler, der kann da hinschwimmen und hat eine schöne kleine Plattform, um sich zu entspannen, um baden zu gehen, wie auch immer. Davon gibt es einige hier. So, und irgendwann im Sommer sitzt hier auf dem Stuhl normalerweise auch irgend so ein Baywatch-Typ, der die Leute beobachtet, dass auch keiner ertrinkt. Was auch immer mal wieder vorkommt auf den Kanarischen Inseln. Nur irgendwie außerhalb der Saison sitzt auf dem Stuhl niemand. Wenn ihr auf jeden Fall an eine Stelle mit so richtig krassen Wellen kommen wollt, dann seid ihr hier genau richtig, also auf der anderen Seite von diesem Pier, wo wir gerade angekommen sind. Und ihr seht das auch, wie die Wellen hier richtig gegen diese Mauer schlagen. Auf jeden Fall ist das hier auch ein Platz, wo öfter Wellenreiten betrieben wird. Ihr seht das da hinten. Richtig krass, richtig cool.
sorry, dass ich euch so viele Wellenbilder gezeigt habe, aber für mich ist es einfach mega faszinierend. Ich mag diese Naturgewalten, solange es nicht zu gefährlich wird. Ich muss zugeben, ich würde da auch niemals so ins Wasser gehen. Ich hätte immer Angst, von den Wellen mitgerissen und an den Felsen zerschmettert zu werden. Aber wir sind jetzt hier auf der anderen Seite der Mole bzw. dieses Piers, den ich euch eben gezeigt habe. Und ihr seht, hier ist auch wieder eine neue kleine Bucht, geschützt durch ein paar Steine da vorne. Und man kann hier unten ebenfalls schön baden gehen, ohne dass man von den Wellen erschlagen wird. Und auch wenn die Wolken immer sehr bedrohlich hier aussehen, also es regnet wirklich super, super selten. Ab der Mitte der Insel kann man sagen, im Norden von Gran Canaria sieht das schon ein bisschen anders aus. Aber ab der Mitte der Insel wird es immer seltener und zum Süden hin super, super selten, dass es mal wirklich regnet. So, wir sind jetzt schon ein gutes Stück weiter hier an dieser echt mega langen Promenade gelaufen. Das hier gehört ja schon quasi gar nicht mehr zur Promenade. Aber ihr seht es im Hintergrund, da kann man überall lang gehen. Und was das mega krasse ist, Ende August, da gibt es hier immer ein Volksfest. Und da ist hier auf dieser ganzen Strecke, also das, was wir jetzt lang gelaufen sind, alles voller, voller Menschen. Das ist so irre. Also kann man sich kaum vorstellen. Das ist schlimmer als bei uns bei Karneval. Da kommen die Leute dann auch wirklich von der ganzen Insel, um hier zu feiern, zu trinken, was zu essen. Und es ist einfach eine riesengroße, laute Party. Wer auf sowas steht, der wird da mit Sicherheit Spaß haben. Ich glaube, ich habe noch ein paar Bilder davon. Auf jeden Fall sitzen hier an der Promenade am Meer ganz häufig viele Leute, einfach auch nur, um sich so ein bisschen zu entspannen. Ihr seht es beispielsweise auch hier. Es gibt hier überall so kleine Plätze, wo man sich noch hinlegen kann. Ausruhen, bisschen Sonne tanken. Geht auch jetzt im Winter ganz fantastisch. Hier so ein kleiner Steg, echt nett. Und das hier ist jetzt schon der große, weite Atlantik. Ich finde, das ist schon nochmal krasser als da vorne am Strand. Das merkt man auch. Irgendwie ist hier draußen nochmal alles rauer, wilder. Und diese Weite finde ich einfach immer wieder faszinierend. Kann aber auch ein bisschen beängstigend sein. Und hier gibt es auf jeden Fall auch wieder richtig, richtig große Wellen. Also ganz anders nochmal als am Strand. Wird man wahrscheinlich bei den Aufnahmen hier kaum erkennen. Ich habe nämlich an dieser Kamera leider keinen großen Zoom. Also wird man das irgendwie gar nicht groß sehen können. Auf jeden Fall ist es richtig, richtig krass. Richtig große Wellen. Wobei es auch nicht immer so ist. Häufig stehen hier unten die Leute und angeln. Angeln ist nämlich auch irgendwie so ein Volkssport hier. Was mich auch einmal interessieren würde, ist, ob ihr schon mal auf Gran Canaria wart oder ob ihr Lust habt, hier auch mal irgendwie hinzukommen. Vielleicht wart ihr auch schon mal auf einer der anderen Inseln. Fuerteventura, Lanzarote, Teneriffa. Schreibt es mir doch in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich wollte euch auch noch ein bisschen erzählen, was ich vorhabe, hier auf dem Kanal so zu machen. Ich habe definitiv vor, hier auf dem Kanal regelmäßig Videos zu machen. Einmal die Woche ist mindestens mein Ziel. Und ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall auch immer dabei seid. Und es wird häufiger so sein, dass ich irgendwelche Videos mache von irgendwelchen Ausflügen oder so, die wir halt irgendwie unternehmen. Also ich und meine Family mit den Kindern. Und ich glaube, da wird es oft genug irgendwelche Gelegenheiten geben, irgendwas auszuprobieren, irgendwas zu filmen, irgendwas zu zeigen. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei sein würdet. Es wird auf jeden Fall noch ein paar Videos hier geben von Gran Canaria, weil wir sind noch eine gewisse Zeit hier, bevor es wieder zurück nach Deutschland geht. Und ich glaube, es gibt noch ein paar Dinge, die ich euch hier zeigen kann. Ich bin hier auf dieser Aussichtsplattform hochgegangen. Ey, und hier oben ist gefühlt Windstärke 11 oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall mega, mega stark. Ihr seht es aber auch um mich herum, ist überall Atlantik.
Also echt krass. Und ich werde hier echt bald von der Plattform gefegt. Aber auf jeden Fall ist es ziemlich cool. Meine Kamera! Also ihr Lieben, ich bin immer noch hier oben auf dieser Aussichtsplattform und werde immer noch fast weggefegt. Im nächsten Video werden wir auf jeden Fall auf diesen Berg, den ihr jetzt hinter mir sehen könnt, gehen. Den Arenaga-Berg. Und ich hoffe auf eine fantastische Aussicht. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich hoffe, das erste Vlog-Video hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, bitte abonniert diesen Kanal und gebt ein Like. Und das Ganze hier funktioniert natürlich sowieso nur, wenn ihr bei dem Ganzen mitmacht. Und das heißt, ich würde mich auf jeden Fall über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Ich freue mich über Fragen. Also alles, was ihr auch zu Verbela TV, zu mir oder sonst irgendwie wissen wollt, bitte, bitte schreibt es in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob ich alles beantworten kann, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, hier Fragen auch in dem Video zu beantworten. Und ansonsten sage ich einfach mal bis zum nächsten Video, bevor ich hier komplett weggeweht werde. Danke, es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.